Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist der 24. Februar 2024. Heute vor 2 Jahren begann der 2. Überfall Russlands auf die Ukraine. Der 1., der zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim führte, jährt sich 2024 schon zum 10. Mal. Der 2. zielt auf das Ende der Ukraine als souveräner Staat. Auch wir in Deutschland wollen und können deshalb diesen Tag nicht unbedacht lassen. Zu tief gräbt der Krieg, den die Ukraine an Europas Ostflanke ausfechten muss, sich auch in unsere Wirklichkeit ein. Russlands Aggressionen stellen die europäische Rechts- und Friedensordnung in Frage. Sie zerstören Existenzen und kulturelle Identität. Vor allem aber kosten sie Menschenleben. All dies vor allem in der Ukraine und dort vor allem unter der Zivilbevölkerung. Es ist wie immer: Krieg ist eine Katastrophe. Diesen Krieg bedenken. Wie kann das also gehen? Auch für uns in den Kirchen ist der 24. Februar eine Zäsur. Die jahrzehntelang herrschenden friedensethischen Positionen sind unter neuen Voraussetzungen in der Diskussion. Aber darum soll es heute Abend nicht gehen. In einem Gottesdienst wollen wir als Domgemeinde gemeinsam mit unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden nichts anderes tun als beten. Denn auch wer betet, handelt. Er benennt, was ist. Sie nennt Namen, Orte, Geschicke. Er sagt,
was er nennt, in die Ohren Gottes. Und sie wagt, ihren Hoffnungen als Bitten eine Richtung zu geben. Wer betet, hält die Zukunft offen. Darum und in diesem Sinn herzlich willkommen dem Staats- und Domchor Berlin unter Kai-Uwe Jirka, auf dessen Initiative dieses Friedensgebet zurückgeht und der es künstlerisch verantwortet. Liebe Sänger, liebe Solistinnen und Solisten, ich danke euch, dass ihr hier seid und heute mit uns für den Frieden in der Ukraine betet. Wahrscheinlich habt ihr schon mal davon gehört, wer singt, betet doppelt. Und auch wer schaut, betet doppelt. Während des Gebets werden sie Bilder sehen, die von aus der Ukraine geflüchteten Kindern und Jugendlichen stammen. Entstanden sind sie hier bei uns in Berlin, in der neuen Nachbarschaft Moabit mit Tanja Maschanskich. Und schließlich ein herzliches Willkommen den Vertreter und Vertreterinnen der Botschaft der Ukraine und der ukrainischen Community in Berlin. Es gibt ja einige Friedensgebete heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie uns die Ehre geben. Nicht zuletzt willkommen allen, die hier sind und uns über unseren Stream verfolgen. Also beten wir, singen wir, hören wir, bitten wir. Gib Frieden, Herr. Yeah.
Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Що усмішка твоя єдина, що мрія твоя єдина, що очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Тому добрі, ласкаві, злі. Сьогодні все для тебе. Озера, гаї, степи. Спішити жити потрібно. Кохати спішити потрібно. Гай, не проспи. Бо ти на землі людина. І хочеш ти того чи ні, усмішка твоя єдина, мрія твоя єдина, і очі твої одні. Псалм 137. Біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього, на вербах, ми повісили наші гусла, оскільки ті, які взяли нас у полон, попросили нас там слів із пісень. Ті, котрі нас забрали, пісню. Заспівайте нам сіонських пісень. Та як нам співати Господню пісню на чужій землі, якщо забуду тебе, о Єрусалиме? Ти нехай піде в забуття моя правиця, нехай прилипне язик мій до мого піднебіння, якщо не пам'ятатиму тебе, якщо не вважатиму Єрусалим джерелом моєї радості. Thank you.
Mein Schlaf ist realer als mein Tag. Tagsüber verscheuche ich die Gedanken in meinem Kopf durch tägliche Besorgungen. Aber im Schlaf schlägt die Realität zurück. Der Schlaf der Vernunft bringt Ungeheuer hervor, sagte Goya. Eine von vielen Bedeutungen solcher Worte ist nun, dass man sich dazu bringen muss, gegen die Realität zu denken. Heute wollte ich in meine Kindheit zurückkehren. Also bin ich dorthin geflohen, wo es keinen Krieg gibt. Nach Makijivka, in das Zakarpatja meiner Kindheit. Das erste Mal erinnere ich mich daran, wie ich als Vorschulkind aufwuchs, Schritt für Schritt. Und jetzt erinnere ich mich an den Bären. Sowohl an meinen eigenen Bären, als auch an einen anderen. Einen imaginären Bären. Zwei Teddys. Und entweder umarme ich sein kleines Ich oder er, riesig und weiß bepunktet, umarmt mich. Ich fantasiere und es gibt keinen Krieg.
Lassen Sie es mich laut aussprechen. Fantasie. Dieses Wort klingt wunderbar. Fantasie. Schönheit. In einer Zeit des Krieges wird die Schönheit gefährlich. Schöne Dinge, Menschen, Beziehungen, sie existieren heute nicht mehr, um zu inspirieren. Sie existieren, um vernichtet zu werden. Vogel. Als wir aus Irpin flohen, wurde es in diesem Moment ganz still. In der Nähe stand ein Haus, das von Raketen getroffen worden war. Alle Fenster waren zerbrochen, der Eingang war versperrt. Und in diesem Moment hörte ich durch eines der Fenster einen Kanarienvogel. Als Kind hatte ich immer einen Kanarienvogel, daher kenne ich dieses Geräusch. Er muss in einen Bunker geflogen sein und hatte keine Chance, wieder hochzukommen. Davor und danach ist so viel passiert. Aber diesen Kanarienvogel kann ich nicht vergessen. No.
Lesung aus dem Alten Testament, der 56. Psalm. Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Täglich fechten sie meine Sache an, alle ihre Gedanken suchen mir Böses zu tun. Sie rotten sich zusammen, sie lauern und heften sich an meine Fersen, so trachten sie mir nach dem Leben. Zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Dann werden meine Feinde zurückweichen, wenn ich dich anrufe. Das weiß ich, dass du mein Gott bist. Ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen des Herrn Wort. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will, denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigkeit. Wir kehren
Oh,
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus im 5. Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Lasst uns miteinander und für die Ukraine und für die Welt beten. Herr Jesus Christus, so viele tausend Tote, verletzt oder gestorben in Wohnhäusern und Kliniken, in Panzern und Schützengräben, auf Straßen und Bahnhöfen, in Schulen und Pflegeheimen, in Odessa, in Kramatorsk und Kostjantynivka, im Wasser des Dnipro, Soldaten und Zivilpersonen. Und so viele Verletzte, Soldaten und Zivilpersonen. Darum beten wir für alle Menschen in diesem Krieg, die trauern und verzweifelt sind, weil sie Angehörige verloren haben oder vermissen. Wir beten auch für die vielen Länder und Menschen in Not, deren Elend zum Himmel schreit. Im Sudan, im Heiligen Land, im Iran, auf der Flucht über das Mittelmeer oder im Balkan. In den Ländern, die Getreide aus der Ukraine brauchen. Überall, wo Trockenheit und Hunger die Not vergrößern. Wo Stürme und Fluten und Waldbrände
Leben und Existenzen bedrohen oder vernichten. Du versprichst, die zu trösten, die Leid tragen, die verfolgt werden. Herr Jesus Christus, wir nehmen dich beim Wort. Herr Jesus Christus, so viel Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit. Wir wissen nicht, was wir denken sollen. Wir streiten über den richtigen Weg zum Frieden. Niemand kennt die Zukunft, aber wir müssen sie gestalten. Darum beten wir für die Frauen und Männer in Politik und Wirtschaft. Für alle, die verhandeln wollen, damit ein gerechter und dauerhafter Friede gefunden wird. Für alle, die Waffen liefern, obwohl sie Frieden wollen. Für alle, die mit wirtschaftlichen Mitteln die Ukraine unterstützen. Für alle, die demokratisch darüber streiten, in Deutschland und Europa und in der ganzen freien Welt. Wir beten auch für Familien und Betriebe, die wegen der Kosten des Krieges in wirtschaftlicher Not sind oder sich davor fürchten. Und für alle, die auf kriegsbedingte Gewinne lieber verzichten. Du erklärst die Unbedarften, die Sanftmütigen, die mit reinem Herzen zu Erbinnen und Erben des Himmels und der Erde. Herr Jesus Christus, wir nehmen dich beim Wort. Herr Jesus Christus, so viele Wunden an Leib und Seele. So viel Verlust an Eigentum, an Kunst und Kulturgütern. So viel Verlust von Heimat. So viel Angst und Leid und Schutzbedürftigkeit. Und die Aufgaben, die sich stellen, sind genauso groß. Wir beten für die Alten und die Kinder und die Kranken und alle in der Ukraine, die ihre Nächte in Bunkern und U-Bahnen verbringen, immer in Angst vor Raketen und Bomben und Drohnen. Für Schülerinnen und Schüler, die wegen zerstörter Schulen in Kellern oder online lernen. Und für ihre Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen Bildung und Zukunft vermitteln sollen. Wir beten für Ukrainerinnen und Ukrainer, die in ihr Land zurückkehren und den Wiederaufbau in die Hand nehmen. Wir beten auch für die Familien und Gemeinden unter uns, die geflüchtete Familien und Einzelne bei sich aufnehmen und sich kümmern. Für alle, die von hier aus weiterhelfen, Not zu lindern, obwohl die Kraft zu erlahmen droht und Hilfe immer schwieriger wird. Du hast versprochen, dass Barmherzigkeit erwidert, Hunger nach Gerechtigkeit gestillt und Friedenssuche belohnt werden wird. Herr Jesus Christus, wir nehmen dich beim Wort. Thank you.
ob es uns bewusst ist oder verborgen im Gemüt, das sagen wir Jesus Christus in den Worten, die er selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Herr.